Sind Gold und Silber die großen Verlierer der Fed-Politik? Tun sich Rohstoffe schwer? Und woran liegt es, dass Gold nach einem sehr guten Jahresstart mit über 6% im Plus gegen Dollar jetzt schon wieder bei plus minus null steht und Silber durch die Verluste der letzten Wochen mittlerweile bei fast minus 10% eins der schlechtesten Assets überhaupt am Markt darstellt? Genau das schauen wir uns in diesem Video an. Wir gehen auf die Inflationszahlen von gestern ein, die ja ein Stück weit für mich die Richtung prägen sollten für diese Woche. Und die heißt anscheinend Aktien rauf, Anleihen runter, Währungen runter, insbesondere Dollar rauf, Euro dementsprechend runter und Rohstoffe weiter schwach. Warum ist das so? Und warum ist eben die Geldpolitik der Fed und immer weiter steigende Zinsen auch Gift für die Rohstoffe Gold und Silber? Nun ist es relativ einfach. Natürlich ein höherer Zinssatz bedeutet eine gute Alternativanlage. Das darfst du verstehen. Wenn du eben langfristig sagst, Gold, Silber oder auch andere Edelmetalle sind eine Absicherung, dann bedenke, wer denn diese Absicherung noch kauft. Und wenn du dich ums große Geld kümmerst, dann weißt du, dass Notenbanken, Zentralbanken, Unternehmen, dass die natürlich auch Absicherungen brauchen, ein Stück weit auch schon viel Gold gekauft haben. Silber ist da eher nicht so spannend, eher ein Metall für die Industrie. Und bedenke eben bitte auch, dass diese Mittel, die du da anlegst, keinen laufenden Ertrag zahlen. Und natürlich, eine Notenbank kann Gold kaufen. Das wurde ja auch in Q3 und 2022, insbesondere von Emerging Markets, Notenbanken stark getan. Aber es bringt eben nicht die 4, 5, 6% Rendite, die du bei Anleihen bekommst. Denn wenn du 6 Monate in den USA dein Geld anlegst für sogenannte T-Bills, bekommst du mittlerweile 5% Rendite ohne Risiko in Dollar. Und da musst du dir eben schon überlegen, bei den Volatilitäten, die du hier im Gold und Silber siehst, ob das noch gerechtfertigt ist. Also guter Jahresstart, hier 6% im Plus, Silber plus minus null und dann zuletzt ging es deutlich runter, auch die Woche, auch mit den CPI-Zahlen gestern. Für mich ein ganz klar stärker als erwarteter Print. Wir hatten in der Monatsrate 0,5, das war ja eher so ein bisschen auf der Downside erwartet. Ich hatte das Video auch gemacht, habe es hier auch nochmal verlinkt. Also für mich schon ein bullischer Print. Die Rentenmärkte haben reagiert, so wie sie reagieren sollten. Die Rohstoffmärkte haben reagiert, so wie sie reagieren sollten. Auch der Dollar hat reagiert, so wie er reagieren sollte. Wir können hier gerne auch nochmal einzeichnen, um die Marktbewegung auch zu sehen. Also Euro-Dollar passt natürlich hier auch gut zur Bewegung. Hier Euro-Dollar auch, das sieht man schön. Erst der Euro stark, der Dollar schwach und dann zuletzt eben auch der Dollar etwas stärker, passend auch damals zum Euro-Boost und Euro-Bust. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn der Dollar festgilt, dass diese großen Währungen, diese großen Rohstoffe, die eben hauptsächlich ja auch gegen den Dollar gehandelt werden, zu ungefähr 80%, dass die damit entsprechend korrelieren. Denn fester Dollar beheißt eben auch schwaches Gold und schwaches Silber oder auch andere schwache Edelmetalle. Wer so ein bisschen hier ausbricht, und das ist auch interessant, wenn man sich die Konjunkturerwartungen anguckt, wenn wir im Rohstoffbereich sind, das ist natürlich das Öl. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher auch der Hinweis, das ist ja hier im Wesentlichen die Year-to-Date-Linie. Ich habe hier den Year-to-Date-Chart angemacht. Für mich natürlich wichtig mit der Strategie Year-to-Date. Das kennst du aus der 3-Daumen-Regel. Da entsprechend auch drauf achten. Und wenn Gold hier nochmal ein Prozent fällt, dann ist Gold auch eher ein Trade für mich, wo ich den Friday Gold Rush nicht mache. Auch hier auf Jahressicht alles im Minus. Euro-Dollar, Gold und Silber. Auf 5-Jahressicht sieht es ein bisschen besser aus. Hier Euro-Dollar noch im Minus mit knapp 13%. Silber und Gold zumindest etwas im Plus. Aber wenn wir so weiterfallen, dann sind wir morgen auch schon year-to-date im Minus. Und dann würde ich nicht den Gold Rush mit Gold handeln, sondern dann würde ich eben explizit hier auch auf den Öl Rush ausweichen. Das ist eben schön, wenn du hier dir UK Brent anguckst. Da sieht das Bild ein Stück weit anders aus. Also die Nordseesorte Brent. Da sehen wir eben, dass hier die Preise auch schon etwas stärker gestiegen sind. Und das passt ja auch so ein bisschen, die Konjunkturerwartungen. Sie hellen sich langsam auf. Es passt ja auch, Arbeitsmärkte fest. Andere Makrodaten fest, Inflation hoch, Lohnstückkosten langsam am Steigen. Wir sehen das ja auch mit den Verdi-Streiks an den Flughäfen. Das nervt den einen oder anderen. Und da darf man auch nicht vergessen, dass da 10,5% Lohnverhandlungen gerade im Gespräch sind. Und da scheint eben dieser Energierohstofföl jetzt zumindest auf Year-to-Date-Sicht besser abzuschneiden als Gold. Silber und Öl wird natürlich auch in Dollar mitquotiert. Was ich spannend finde, wenn wir jetzt hier nochmal das Bild weiter aufbauen und uns den Rentenmarkt angucken, den Euro-Bund-Future, Euro schreiben müsste man können, Euro-Bund-Future, das ist ja das sozusagen Pendant auf der Rentenseite. Das ist quasi der Renten-DAX. Oh, das sieht hier aber sehr gefährlich aus, da habe ich den falschen erwischt. Also die Rentenmärkte, die sollten ja nicht so viel schwanken. Probieren wir es nochmal, also nehmen wir hier den Euro-Bund mit rein. Diesmal ist es richtig geschrieben. So, diesmal sieht es auch besser aus. Perfekt, dann sehen wir hier
Der Euro-Bund-Future ist eben auch per heute year-to-date im Minus gelandet. Das sieht man ein bisschen überfrachtet, aber diese graue Linie ist entscheidend. Das heißt also, die Rentenmärkte, sie machen quasi da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, sind deutlich am Fallen. Wir haben es auch in UK gesehen. UK, also Großbritannien, heute etwas weniger Inflation gemeldet, ganz anders als die USA gestern und trotzdem nach einem sehr stark steigenden Gilt, also der Rentenmarkt in UK heißt Gilt. Und dann ist er heute intraday sehr stark zurückgekommen. Ich kann mich so grob daran erinnern, da war doch im letzten September, Oktober was mit diesen Pensionskassen und diesem kurz vor Ende des Finanzsystems. Ja, wenn wir uns das anschauen, also da sind wir schon wieder in einer ganz ähnlichen Situation. Die Renditen in UK steigen sehr schnell an. Die Verschuldungsthematik ist hoch. Trotzdem der Aktienmarkt auf einem absoluten All-Time-High. Also es ist spannend, trotz der sehr hohen Finanzierungskosten sind die Aktienmärkte gut am Laufen, insbesondere natürlich auch die deutschen Märkte. Wir haben das heute auch gesehen. DAX wieder relativ stark. Es wundert mich ganz ehrlich, wie sich diese Abkopplung verhält. Also der DAX ist ja 10% fast im Plus, der MDAX sogar noch mehr. Und das, obwohl diese Intermarket-Analyse mir eigentlich was anderes verrät. Das ist so ein bisschen ein Schreckensszenario. Ich glaube nicht, dass auf Dauer sich die Märkte das leisten können. Diese höheren Finanzierungskosten werden eine Rolle spielen, vielleicht ab Mai, Juni, Juli, wenn man dann eben merkt, die Fed zieht durch. Daran glaube ich persönlich sehr stark. Aktuell sind ja 2,5 Zinsschritte nach oben eingepreist, also dass wir hier in Richtung 5,25 gehen oder vielleicht sogar höher. Die Terminal Rate steht bei 5,4. Also wir merken, das Niveau geht nach oben, aber den Aktienmärkten ist es völlig egal. Sie spielen einfach hier, dass sie ja auch reale Assets sind und dass diese Finanzierungskosten gar nicht so wichtig sind. Auch die Credit Spreads gehen deutlich nach unten, auch ein Zeichen dafür, dass die Märkte an sich noch relativ funktional sind, immer noch viel Liquidität da ist. Ab März sehen wir auch den verstärkten Bilanzabbau dann in der EZB. Da wird die nächste Pressekonferenz sehr wichtig werden. Und es ist spannend, wie die Aktien mal immer durchgucken. Ich fühle mich so ein bisschen an 2007 und 2008 erinnert. Auch damals hatten die Rentenmärkte andere Signale als die Aktienmärkte. Das kann noch ein Stück andauern. Wir haben ja auch ein schlechtes Aktienmarktjahr hinter uns. Aber ich würde nicht zu schnell zu bullisch werden. Und ein Markt, der momentan auch von Liquidität geküsst ist, der auch sehr spannend ist, wo wir auch unlängst ein Strategiesignal hatten mit Bitcoin Beauty. Das ist eben hier tatsächlich der Bitcoin, der heute auch nochmal deutlich an Wert gewonnen hat und der dieses Jahr auch mit 40% im Plus liegt. Natürlich letztes Jahr auf 75% verloren, aber das sieht schon sehr solide aus. Da fließt natürlich Geld auch entsprechend rein. Zum Abschluss möchte ich hier noch Saisonalitäten zeigen in Gold und Silber. Das war ja der Anfang vom Video, warum Gold und Silber hier nicht profitieren können, wegen dem starken Dollar und wegen der Alternative von 5% bei Bills in den USA. Das ist für institutionelle Asset Manager viel leichter, hier laufende Erträge reinzukaufen. Du hast eben auch deutlich weniger Volatilität. Also von daher macht es Sinn, diese Instrumente sich anzuschauen. Und schauen wir uns hier nochmal ganz kurz bei Seasonex Gold und Silber an. Also hier sehen wir mal den Goldpreis im Durchschnitt in den letzten 54 Jahren. Kommen wir jetzt ab Mitte Februar auch in eine Abwärtsphase oder sagen wir zumindest in eine weitestgehende Seitwärtsphase. Klar, hier Anfang der 70er Jahre war das ein tolles Rallye-Momentum, weil wir eben hier auch entsprechend aus dem Goldstandard kam, ist vielleicht nicht so repräsentativ. Wenn wir uns die letzten 25 Jahre mal anschauen, ist es nicht die beste Zeit für Gold. Die kommt dann erst im Sommer auch als Ersatz vielleicht für Aktien, wenn die Märkte da etwas volatiler werden. Dann ist Gold eben eine bessere Versicherung als in einem Umfeld, wo der Aktienmarkt steigt und die Renditen eben hier 5% bieten. Und bei Silber sieht es noch schlimmer aus. Auf 25 Jahre hast du in dieser Zeit Mitte Februar bis Juni, Juli tatsächlich saisonal deutlich verloren, mehr als 50% abgegeben. Auch wenn du hier die längere Zeit nimmst, auch sieht es hier nicht besonders gut aus. Also hier warne ich ein bisschen vor zu viel Investment-Euphorie in Gold und Silber, weil einfach die Alternativanlagen sehr sexy sind. Und wenn du Gold gehebelt long bist, dann zahlst du natürlich auch Haltekosten. Wenn du Gold short bist, verdienst du momentan sogar die Carry. Warum? Du bist Gold short und Dollar dagegen long. Das sind natürlich eher positive Effekte, also pass ein bisschen auf mit Absicherung, wenn du sagst, du vertraust dem Aktienmarkt auch nicht so unbedingt, dann mach vielleicht nicht Gold und Silber als Alternative, sondern denk vielleicht über Wohnprodukte nach, denk über Währungsprodukte nach oder denk vielleicht auch über Absicherung, über Hedges im Aktienbereich selber nach, aber in der Intermarket-Korrelation, da geht so einiges auseinander und dann kannst du vielleicht auch für kurzfristige Geldanlagen in zum Beispiel Bills, also in kurzlaufenden US-Anleihen mit 5% ganz gute Renditen bekommen und wenn die Fed durchzieht, wirst du diese 5-6% vielleicht auch bald bei Zweijährigen bekommen. Das wäre natürlich schon ein Wort und ein Hammer. Und die Zinskurve, das weißt du, ist sehr invers. Also da kann man sicherlich hier auch bessere Alternativen finden. Und deswegen sei bitte vorsichtig mit Gold und Silber. Ich glaube, sie sind etwas derjenige, der am meisten momentan benachteiligt ist aufgrund der hohen Inflation und der Notenbank, der durchzieht. Deswegen da als Absicherung eher mal Vorsicht.